Jo, ja, Leute, ich bin wieder Just Eddie am Start und zwar mit dem nächsten Teil von unserem Podcast. Ich bin aber nicht alleine, liebe Freunde. Ich habe jemanden am Start, so meinen guten Kollegen hier. Hallöchen. Guten Tag. Hi. Ja, also mich freut es erstmal, also direkt erstmal an euch, Freunde. Mega geil, wie es letztes Mal gewesen ist. Also ich habe mich übelst gefreut über die ganzen, über das ganze Feedback, was ich bekommen habe. Also hat mich richtig gefreut. Ich hatte auch so das Gefühl, es geht schon in die richtige Richtung. Ich will so ein paar Sachen einführen und die sage ich direkt zu Beginn, weil die könnt ihr direkt zu Beginn machen. Und zwar erstmal Daumen hoch und teilen. also das ist tatsächlich etwas, das hilft mir natürlich sehr. Dann, ich weiß nicht, ob aufgefallen ist, ich bringe viel Content jetzt auch zu dem Podcast. Also ich bringe auch immer Shorts noch zu dem Podcast selber und so. Ich will da richtig reingehen, von daher unterstützt mich sehr, sehr gerne. Das ist das eine. Das andere ist in die Kommentare, liebe Freunde. Ja? Ihr könnt sehr gerne natürlich einfach so Sachen reinschreiben, aber gerne auch, das habe ich letztes Mal schon so kurz dann so mit reinfließen lassen, bringt gerne nicht nur so Vorschläge, was ich besser machen kann, sondern ihr könnt auch Aufgaben quasi fürs nächste Mal mit reinbringen, Fragen mit reinbringen oder sonst was. Ihr könnt auch zum Beispiel Challenges mit reinbringen und ich gucke mal, inwiefern kann man sowas geil integrieren in so eine ganze Sache. Aber das muss jetzt ein bisschen wachsen einfach und ich möchte wissen, was kann man für einen Weg fahren und so und bin ich sehr gespannt, Freunde. Zuallererst, mein Freund, hast du Durst? Willst du was trinken? Ja, also mein Freund, also ich habe Malzbier am Start, ich habe aber auch Kaffee. Willst du Kaffee haben? Ich starte mit Kaffee. Hättest du Nein gesagt? Hätte ein Problem gehabt. Ja, hättest du auch trinken müssen. Ja, hättest du auch, weil ist ja auch egal, ne? Also ich koche gerne Kaffee für niemanden, der einfach, also, ne? Ja, okay. Ja. Ja, wo wir schon beim Thema Kaffee sind, mein Freund. Also, stell dich doch gerne mal vor. Ja, ich bin Anton. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich habe auch eine Zeit lang mal gestreamt. Tatsächlich auch auf Twitch. Und spiele auch Silk Road seit 2006, 2007, so um den Dreh. Ja. Ja, und wie bist du zu Silk? Trinkst du mit Zucker? Ja, ich trinke typischen Kinderkaffee, also Milch und Zucker. Ja, dann kannst du den ja sogar trinken, perfekt. Genau, wie ich zu Silk gekommen bin. Genau. Tatsächlich war das damals so, dass ich Eddie, seitdem ich ihn, also ich Eddie schon, seitdem ich glaube, 12 bin oder so, oder 11. Früher, Digga, du warst in der Grundschule. Ja, das ist ein weiter. Also wir müssen das mal so klären. Für den Kollegen hier, ja. Kinder, die so 3 oder 4 Jahre alt sind, für den so, die können gerade laufen. Also jetzt, ich kläre das kurz auf. Wir kennen uns seitdem er so circa 8 ist. Okay. Ja. Aber ist ja auch schwer, so die ganzen Zahlen und so. Aber gut, dann ist das jetzt so. Dann kennen wir uns jetzt schon seit fast genau über 20 Jahren. Ja, schon sehr. Naja, auf jeden Fall bin ich durch den Eddie und seinen Bruder damals auf Zirkus aufmerksam geworden. Und ja, hab mir das mal angeschaut. Und das ich muss auch dazu sagen, das war mein erstes Game, was ich gespielt habe, als ich Internet bekommen habe, tatsächlich. Ja. Ja, das Krasse ist, Freunde, das müsst ihr bedenken. Ja, wir sind halt schon sehr alt. Für uns, Internet existiert nicht schon seit unserer Geburt, sondern tatsächlich so, keine Ahnung, mit 14, 15, irgendwie so um den Dreh rum, dass man so richtig Internet hatte. Also quasi seit der Grundschule. Gerade Übergang von Kindergarten zur Grundschule mit 14. Ja, nee, genau, auf jeden Fall, ja, wie er gesagt hat, wir kennen es halt sehr, sehr lange. Wir haben eigentlich angefangen, damals selber zusammen zu zocken. Und, eigentlich gefühlt komplett den ganzen Werdegang von Silk Road, so von Anfang, als es angefangen hat mit Silk Road, als es nur China und so gab, als die Leute noch einen Tag lang vor dem Tuch in jeden Tag lang Markt standen. Ja. Ne, aber tatsächlich so, seitdem Silk Road draußen ist quasi, seitdem haben wir Internet und seitdem zocken wir das eigentlich ja auch, ne, wenn man so überlegt. Und das ist eigentlich heftig, wenn man überlegt, wie lange es das schon gibt, aber um einfach da schon mal direkt in eine wichtige Thematik zu gehen, ja? Das interessiert die Leute da draußen wahrscheinlich auch brennend. Okay. Wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt mit Urushi, mit Lord Yarkam oder Dim Shaitan, die drei Kollegen, mit denen zu saufen, mit wem würdest du am ehesten saufen? Ich würde Lord Yarkam nehmen. Okay, warum? Einfach, weil er mich ein bisschen so an Odin erinnert. Und Man will nicht mit Odin saufen. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Also Urushi hat ein sehr komisches Aufkehr noch so dabei. Ja, aber der hat Alkohol in der Hand. Kann das sein, dass er so Alkohol in der Hand hat? Ja, so eine diese Sake-Flasche von früher. Ich kann mir vorstellen, der sauft dich auch unter den Tisch. Der ballert sich wahrscheinlich ja, durch. Aber
irgendwie feiere ich Lord Jakar irgendwie mehr. Bei Dim Shaitan ist die Antwort ganz klar nein, wenn man bedenkt, dass er eigentlich ein kleiner Junge ist, wenn man die Quest tatsächlich gemacht hat damals. Eben, das deswegen das wäre ich ja ein bisschen so aus rechtlicher Hinsicht ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Stimmt, Digga. Ob man dann trinken will. Also ich sag's mal so, wäre schon geil, weil es würde kaum einer checken erstmal so. Du könntest ein Kind quasi bewusstlos saufen. Ja. Auf der anderen Seite, will man das? Ja, vielleicht mal so aus Spaß mal, aber so regelmäßig schon mit Lord dann. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde, also vielleicht weil ich irgendwie, also ich hatte nie so den Bezug so zu Urushi gehabt, so klar. Team Shaitan hat jetzt gegen... Aktuell bin ich auf Level 103, 104 so um den Dreh, auf dem russischen Silk Road. Genau, an der Stelle, wir zocken halt beide auf dem russischen Silk Road, tatsächlich auch immer noch. Selbst wenn jetzt nicht aktiv, aber wenn wir zocken, dann wird es der russische Server. Genau. Und da habe ich einfach irgendwie klar jetzt zuletzt noch auf dem Shaitan noch gekillt. Aber irgendwie hatte ich so den meisten Bezug, wenn man von diesen drei ausgeht, irgendwie mehr zu Lord. Vielleicht, weil ich öfter in dem 80er-Cap umgefeiert bin, irgendwie. Da bringt man ja auch mehr Zeit als jetzt im 40er-Bereich. So. Ja, und halt, klar, Demon Shaitan ist Level 90, aber 90 schafft er ja noch nicht. Ja, ja. Das heißt, er muss ja schon um die 100 sein. Und auf Level 100 zu kommen, ist ja schon ein Krampf. Ja, ja. Und ich habe also gefühlt, ist das aber auch so, dass man Lord theoretisch gesehen eigentlich immer killt. Also so, weißt du, wenn du bei 80 bist und das geile Prozent gibt, sofern man den findet. Ja, ja, genau, sofern man den findet und auch generell den auch schon platt kriegt. Ja. Dann mit 90, ja, dann geil, man kann ihn gut weghauen. Aber auch mit 100 hat man Spaß, den Leiden zu sehen. Also ich habe das Gefühl, so, der geht immer. Das ist schon ein cooles Unik. Aber ich glaube, für dich, dein Herz schlägt für Izzy. Kann das sein? Also, die hast du ja nicht aufgezählt. Richtig, ja, mit der willst du auch nicht saufen, du willst was anderes mit der machen. Doch, mit der will ich auch trinken. An den Beinen. Nein, ja. Nee, also Ivy ist tatsächlich so mein most favorite Unique, wenn man das so nennen will. Das ist auch ein kleiner Fun Fact. Damals war ich so der, Außenseiter so in Eddies Gilden. Und Eddie, wir haben den quasi gehasst. Genau, und Eddie hatte halt immer so der Coole mit denen so, ne? Und hat halt mir immer quasi die Info gegeben, wer Ivy gespawnt hat, dass seine Gildenleute die gesucht haben. Sorry an die, die auch gerade zusehen vielleicht. Ich war dann der Artige, der die halt dann geäfft hat, weil ich dann irgendwie schon auf dem Max-Level war, wo man die killen konnte, aber halt noch nicht dieses Hardcap da irgendwie eingegriffen hat, dass man die nicht attacken konnte. Ja. Also ich habe wirklich wohl diese Grenze davon und hab die halt immer weggeäfft. Und die haben mich immer gefragt, woher weiß er, wo die ist? Das war noch Teamspeak-Zeiten, Leute, wenn ihr euch daran erinnert, das war Teamspeak damals. Ich war im Teamspeak und der Anton halt nicht, aber wir haben trotzdem so miteinander gequatscht so nebenbei. Und dann, wie er schon gesagt hat, wenn Izzy gespawnt ist und so und ich mit meinen Leuten habe die gesucht, er ist dann einfach gegangen. Das war so lustig, wirklich im Teamspeak hat man richtig gehört. Und dann war ich auch noch so, hey, wie findet der die immer? Ja, und richtig, die waren richtig abgefuckt. Und das war aber sogar so, an sich hätten wir, also wärst du auch mit in die Party gekommen, so an sich. Aber die waren direkt auf Agro-Modus, die waren ja eigentlich direkt schon so voll auf Provokation. Ja. Also war schon lustig, doch hatten, was das betrifft, war schon sehr witzig. Ja. Das stimmt. Ab wann kam so für dich so der Moment, wo du wusstest, Silk Road ist dein Leben? War, als ich angefangen habe, die Schule zu vernachlässigen und mein Privatleben und nur noch für die Scan gelebt habe, quasi. Also quasi ab 11. Also Kindergarten. Nee, also irgendwie, ich muss sagen, so richtig mit Silk Road in den Grind reinzugehen, war ja quasi als wir angefangen haben, Silk aufzuladen, wirklich, ne? Also es kam ja zeitgleich ungefähr mit dem Europa-Update, da waren wir irgendwie, keine Ahnung, 14, 13, 14 so. Und ich weiß noch, Eddies älterer Bruder hatte dann Paypal gehabt das erste Mal, der war noch zu jung, um ein eigenes Konto zu haben. Stimmt. Und dann mussten wir ihm Bargeld geben, sein Herz hat von seinem Geld dann irgendwie, nee, der hat das Bargeld auf sein Konto überwiesen, der hat es nicht mal irgendwie vorgestreckt oder so, sondern er hat das Geld auf sein Konto überwiesen und hat dann für uns Silk aufgeladen. Sobald es drauf war. Sobald es drauf war, dauert dann noch irgendwie so 3-4 Tage oder so, weil wir andere Sparkassen haben. Aber okay, chillig. Ja, und dann hat man sich halt so Premium geholt, Red geholt, Double Pad geholt. Ja. Ich meine, und dann fing es halt eigentlich an, weil man dann auch diesen Zwang hatte, okay, du hast mein Ticket gekauft, du musst das jetzt abzocken, weil sonst ist ja das Geld ja verschwendet, ne? Ja. Ich glaube, ich habe wirklich jedes Gefühl, dieses Premium auch immer richtig abgezockt. Ja. Das war, und ich meine, wirklich, der Kopf war echt immer bei Silk Road. Also ich weiß, ich war noch in der Schule und war wirklich in der Schule und habe darüber nachgedacht, wie ich nachher die Flower Quest mache.
Oder, also wirklich, bei mir gingen im Kopf schon Sachen für Silgot später ab. Das war richtig, richtig krass. Ja gut, man muss auch dazu sagen, die Klauerquest, wen hat jetzt damals tausendmal, dreimal gekillt? Ja, und vor allem, erstens, man war nicht so stark. Mhm. Plus, es war ja alles voll mit Botter. Du hast ja gefühlt alles um dich herum mit Botter. Und das war dann schon heftig. Ja. Dafür kommen wir aber gleich tatsächlich noch, was das Thema Botten betrifft und so. Aber du bist ja mittlerweile, du meinst Level 103 oder so, ne? Mhm. Was würdest du sagen, könntest du generell den Leuten so sagen, was ist so das Ding, du wolltest ja nicht, ne? Was ist so das Ding, um hochzukommen? Also was ist das Geheimnis quasi, um dran zu bleiben oder voranzukommen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, ja, da muss man halt, keine Ahnung, irgendwie vielleicht ein Umdenken stattfinden oder so, weil viele Leute sagen, boah, keine Ahnung, ab 60 kein Bock mehr und ein Bot rein und so. Boah, ich würde einfach, so langweilig als das sich das anhört, einfach grinden. Also wirklich Quest durchballern. Ich habe wirklich jede einzelne Quest gemacht. Und ja, einfach questen, Ticket reinhauen, einfach Monster killen. Musik anmachen im Hintergrund. Quasi ausmachen. Oder man kann, neuerdings kann man ja auch irgendwie bei YouTube solche Videos anmachen, wo man die und die unten rechts nicht in den Bildschirm macht, da kann man den Ball noch gucken. Ja, meine Streams zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, und einfach blind drauf losgrinden, tatsächlich. Also ich habe auch, ich muss auch dazu sagen, ich habe auch die ganzen Young Gun Cave Quest, egal wie behindert die waren oder egal wie ätzend die waren, ich habe wirklich tatsächlich alle gemacht. Also auch dreimal, die man die machen musste. Weil das hört es bei mir auch so. Weißt du, da sage ich zum Beispiel, da kommt für mich der Moment, wo ich merke, da ist zu wenig Spaß noch bei, dass ich das durchziehen könnte. Ja, weil da kommt irgendwie der innerliche Zwang bei mir raus. Das ist schon autistisch vielleicht. Die man da irgendwie machen muss. Er hat auch so eine leichte Form von Autismus jetzt an der Stelle. Wobei ich dazu sagen muss, die Europa-Quest habe ich nie gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwie daran denke, du hast ja öfter dann die Quest gemacht, um dann die Captain Ivy-Quest zu machen. Ja. Habe ich, also... Das war nicht so mein Ding. Ja. Generell so die Europa-Seite war ich nicht so der Verfechter davon. Sowohl von den Gebieten her, als auch von den Quests her und auch von den Chars her irgendwie. Ja. Glaub ich, das hat mich jetzt nie so krass abgeholt. Vielleicht auch, weil ich mit China angefangen habe und da irgendwie meinen Weg gefunden habe. Ja, für mich ist tatsächlich auch so, dass ich sagen würde, so China sind immer so meine Favorites. Ne, da habe ich, also, hab ich am meisten Bock. Wenn ich jetzt so überlege, oh Digga, lass mal zusammen neu anfangen und so. Main Character hätte ich immer Bock drauf, ein China-Char. Aber so irgendwie, zum Beispiel Warlock, ihr wisst es, für mich ist Warlock immer eine ziemlich geile Sache. Ich habe immer Bock, irgendwann auch einen Warlock zu starten. Und für mich war auch so der Moment, wo ich mal gesagt habe, ich habe die China-Quests alle in- und auswendig. Gerade bei den alten Quest-Systemen so, ne? Das war schon krass, das alte Quest-System, so langweilig es auch war, es ist cool gewesen, irgendwie die ganzen Quests zu machen, weil man erinnert sich schon so dran, dass es echt nervige Quests gab, so, ne? Aber man weiß, man hat die mal durchgezogen. Bei Europa wusste ich nie, welche es gibt. Ich wusste, es gab die Cerberus-Quest, die Captain Ivy-Quest, aber ich wollte mal alles gemacht haben und dadurch habe ich dann irgendwann gecheckt, es gibt sogar noch ein drittes Yonek, was du killen kannst. Ja, so ein Golem. Genau, das ist so ein, kennst du diese Hand-Archer in Europa? Ja. So ein Vieh. Die 35er. Ja, genau. Die reiten auf so einem komischen Pet so quasi. Nein. Genau, und so ein Vieh, das heißt dann Gorilla, und den kann man dann killen. Und das ist krass eigentlich, weil man macht die Quest ja jetzt heutzutage sowieso nicht mehr, man hat das neue Quest-System, aber ich wollte immer das Ganze, ich wollte alles mal gemacht haben, was die Quest betrifft. Und auch jetzt mit dem neuen System, dem Außenposten-System, war es für mich so, ich wollte halt auch auf der Europa-Seite alles mal gemacht haben, aber ich muss immer sagen, immer wenn ich die Möglichkeit habe, gerade bei dem Außenposten-System so, immer China. Weil die Europamonster, die nerven einfach, weißt du, die sind total stressig. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber ja, eine Party-Level quasi. Ja, weil die machen Knockback, die machen Stun. Vor allem das Ding ist, die haben Knockback und Stun und sowas ganz viel gemacht und irgendwann kam der Moment, wo die das wieder ausgeschaltet haben. Also diese Viecher machen noch nicht mal alle mehr diese ganzen Debuffs so quasi. Ja, aber deswegen ist auch für mich zum Beispiel Captain Ivy. Boah, irgendwie so voll unnötig. So for real zu handeln, um die Kill zu haben, irgendwie, finde ich irgendwie auch nicht. Aber auch Cerberus irgendwie nicht. Cerberus noch ein bisschen mehr für mich als Captain Ivy. Ja, so von der Relation her, Cerberus mehr als Ivy, aber auch Cerberus. Also wenn ich die Wahl habe, dann würde ich über TG gehen. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt so
sagst, okay, gut, ne, so, du würdest einfach durchballern, einfach halt einfach Kopf ausschalten, einfach reinhasseln und so. Ja gut, geht das für jeden Char? Weil das jetzt mit einem Nuker oder so geht ja gut. Aber bei einem Blader, so Bock wie ich auch auf einen Blader habe, wenn ich mir aber vorstelle, was man da alles machen muss für Quests, mit wie vielen Hunderten, Tausenden von Monster, und dann mit einem Blader, boah, Digga, das... Kann ich nachvollziehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte mein aktueller Char ist ein Force Nuker. Und wie bekanntermaßen hat man als Force Nuker zu Beginn, gibt man ja keine, man kriegt generell keine Waffenskills. Das heißt, du hast aber bis Level 30 Line Shout und Imbue. Ja, ja. Und Auto Attack. Ja. Ja, gut, ja. Das habe ich jetzt Level 30 jetzt gemacht. Ne? Ja. Also das ist schon krank, also war auch schon leicht gestört. Ja. Aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, Blader. Ja, ja. Boah, Digga, das ist schon heavy. Auch Rock Mountain. Du weißt, die Rock Mountain Quest, ich finde das geil. Ich liebe die ganzen Quests. Gerade Rock Mountain wird interessant, weil dann die ganzen Quests so langsam eine Story haben, so quasi. Ja. Ne? Mit Dim Shaitan, was wir ja eben angesprochen haben. Mit Dim Shaitan ist eigentlich ein Kind und so ein Kram. Ist schon cool. Aber jetzt stell dir vor, du musst das mit einem Blader machen. Die Champions, 100 Champions töten in einer Party. Aber beziehungsweise du musst in einer Party drin sein zumindest. Alter. Ja, wird kritisch, glaube ich. Also da kann ich die Frustration, glaube ich, von Leuten nachvollziehen, wenn man da nicht so Bock drauf hat und dann sich verleitet, okay, wo ich mal eben schnell ein Bot und baller das dann eben durch. Mhm. Ja, aber ich glaube, man muss einfach das gewisse Mindset dafür einfach haben. Ich glaube, wenn du, zum Beispiel so wie wir haben einen Char, auch wenn wir dann Pausen zwischendrin haben, wir zocken dann wieder, wie wir Bock haben. Und das ist einfach das Ding. Ne, man muss sich auf Kampf schnell Max-Level kommen, sondern man denkt sich einfach, okay, ich spiele das Spiel, wenn ich gerade Bock habe, dann zocke ich das, dann macht mir das auch Spaß, aber wenn ich dann langsam vorankomme, wenn ich dann irgendwann keinen Spaß mehr habe, auf Level 24 oder so, dann ist es halt so. Nee. Dann geht die Welt ja nicht davon unter, oder der Char löscht sich ja nicht. Nee. Dann zocke einfach weiter, wenn du wieder Bock hast. Ich habe auch tatsächlich ein Warlock noch nebenbei gemacht. Ich habe den auf Level, keine Ahnung, 40, 42, eigentlich ab 40 kann ich erst dann Spaß zu machen. Ja, genau. Yeah. Ich hätte mal keinen Bock mehr gehabt. Ich habe dann pausiert, habe meinen Nature weitergezockt. Ja. Wer weiß, ob ich demnächst wieder mit dem Warlock wieder reingehe, ne? Ja. Oder was ganz anderes dann mache. Ja. Aber es ist einfach so dieses Ding einfach. Wenn man versucht, auf Kram schnell hochzukommen, ja, dann ist es vielleicht frustrierend. Mhm. Wenn man sich denkt, ja gut, jetzt muss ich dann diese 100 Champions dazu killen. Mhm. Aber vielleicht, weil wir auch irgendwie anders aufgewachsen sind mit dem Game. Wir haben, wie gesagt, wir haben damals eine ganze Woche lang nur digitale Blume getötet, Taubenstück. Aber das hat man halt anders gefühlt. So. Man hat sich dann Musik angemacht, man hat sich was zu essen gemacht. Red Bull getrunken. Ja, man saß nebeneinander mit Laptops, hat dann nebenbei gelabert und dann diese Viecher gekillt. Nee. Ja, das war ein anderes Ding. Deswegen hat man diese Relation zu, ja gut, dann laufe ich halt zu jedem Monster und töte es. Nee. Und wieder ein anderes als, ich muss schnell halt hochkommen. Ja. Also an sich, ich fühle das genauso. Mhm. Nur was ich sagen muss, ist, ich glaube persönlich, ja, das fühle ich auch so, das ist alles gut, aber wenn ich mir jetzt das mit einem Blader vorstelle und so, ich glaube, da hört es bei mir einfach früher auf, weil ich brauche schon diese Erfolgserlebnisse und ich habe richtig Bock auf einen Blader mal, aber ich glaube, würde da viel krasser, viel schneller dieses Gefühl von, warum ich heute einloggen und wieder so viel rumgrinden ohne große Erfolge, weil das habe ich mir immer gesagt mit Europa-Charts, so ein Crossbow zum Beispiel. Der hat ja null Flächendamage und so. Und für mich war immer so, jeder, der Handgrind zocken möchte, also ohne Bot und so, darf sich nicht so einen, sag ich mal, falschen Char machen. Also so, darf sich kein Charakter machen, der ganz langsam nur killt. Weil damit machst du dir das Game kaputt. Ich glaube dann, egal wie motiviert du am Anfang warst und egal wie geil das an sich ist, wenn ich mir nur so einen Two-Hander vorstelle, wenn ich mir vorstelle, ich würde for real einen Char machen, einen Two-Hander, Digga, ich wär am Arsch. Das habe ich generell nicht verstanden mit der Warrior-Klasse, ne? Digga, ich hab mir gedacht damals, okay, du holst diese zwei Äxte, dann Ja. Sind nur mit den Äxten. Ja, ja. Du wechselst dann noch zwischendrin irgendwie Ja. Ja. Für ein Skill oder irgendwas um. Aber das ist halt so, das machst du halt eigentlich nicht. Du läufst nicht mit den Äxten rum, weil die sind nicht produktiv. Das heißt, du guckst bei Warrior, ist am produktivsten eigentlich der Two-Hander. Allerhöchstens machst du vielleicht One-Hand, wenn du einen Giant töten musst. Äxte sind mehr so PvP-mäßig oder so, weißt du? Und da denke ich mir so, nee, also ich glaube, jeder, der anfangen möchte mit Silgot und Bock hat, Silgot zu zocken und so, sollte sich immer vorher im Kopf klar machen, okay, kann ich das wirklich durchziehen? Oder, also,
man muss sich vorher überlegen, ich werde mit dem Char durchzocken müssen. Also wenn man wirklich Non-Bot sein möchte und sowas alles, dann sollte man sich vorher echt überlegen, okay, später, jetzt am Anfang ist noch witzig, aber später mit Level 60, 70, Taklamakan, kann die Sandwürmer und so weiter, Chakrams und so. Digga, wenn ich mir da vorstelle, dann immer noch so rumzulaufen, ich denke, da merke ich für mich selber, okay, ich muss einen Nuker machen. Ich muss einen Charakter zocken, der Flächendamage macht. Anders weiß ich, das schaffe ich nicht durchzuziehen. Ja. Aber gut, da muss jeder für sich wissen. Aber da waren wir nämlich gerade beim Thema Botten. Wobei ich glaube sogar tatsächlich, die meisten High-Level-FCR-Chars sind wahrscheinlich zu Beginn im Chars gewesen, haben sich dann bei Itemol diese Skill-Zurückstufungs-Ding geholt, ja, und haben dann auf High-Level einfach auf FCR gemacht, weil die keine Quests mehr haben. Nur für PvP dürfen. Ja, wenn du jetzt aus Sicht Non-Botter denken würdest, ja. Mhm. Botter ziehen durch. Ja. Die machen sich ihre Afterparty mit einem FDR-Char. Also, da haben ja die wenigsten wirklich nur so einen Main-Char, sondern die meisten haben ja wirklich so eine Afterparty, von denen dann einer der Main-Char ist, so quasi. Ja. Sondern, ja. Aber genau, was ich mir auch aufgeschrieben habe, Botten. Also, du hast ja erzählt, oder wir sind ja am Reden, man zockt selber und so weiter und so fort. Ich muss sagen, bei mir hat sich, was das Thema Botten betrifft, schon was geändert. Durch dieses Makrobot, ne? Durch dieses Makrobot-Ding, genau. Aber erzähl du doch mal an dich einfach, welche Berührpunkte hattest du generell zum Thema Botten? Also wann überhaupt das erste Mal? Mhm. Und wieso kam für dich Botten nie in Frage? Und da spannen wir jetzt mal dieses Makrobot-Ding aus. Boah, tatsächlich war das bei mir irgendwie so, dass ich mir denke, also ich verbinde prinzipiell Botten immer gleich mit diesen Goldbots, die quasi zu einfach irgendwie durch die Stadt laufen oder durch Level gebiet laufen und einfach nur, keine Ahnung, immer derselbe Mensch, ne, mit irgendwie ein paar Buchstaben als Name, geht er mich da runter. Ja, zum Beispiel sowas. Ne, das habe ich halt nie so gefühlt. Ich glaube, wenn man das als Businessmodell irgendwie so betrachtet, ne, wenn man dann irgendwie Gold verkaufen will, okay, aber an sich ja eigentlich unnötig. Ja. Also. Und wann war das erste Mal, dass du gesagt hast, okay, da hast du so Berührpunkte mit Botten und hast für dich entschieden, das willst du nicht? Oder generell, was ging bei dir so Kopf ab, als du gemerkt hast, es gibt Leute, die Botten? Also für mich war das, kannte das gar nicht, ne? Das war so. Das ist ja normalerweise im Spiel. Genau, man ist so quasi so naiv reingegangen in so ein Game und dachte sich einfach so, wir zocken alle ganz lustig. Und auf einmal merkst du irgendwann, es gibt Leute, die benutzen ein Programm. Also ich muss sagen, mein erster Gedanke damals war halt so dieses tatsächlich so, boah krass, ich bin neugierig, ich wollte wissen, was ist das? Also ich habe es noch gar nicht als negativ verknüpft, ganz am Anfang. Also mein erster Gedanke war so, boah krass, ich bin so eine Funktion, so eine Möglichkeit, was zu machen. Und dann war das aber sehr schnell, dass ich gemerkt habe, irgendwie gibt es so zwei Seiten. Also es gibt so die Botter und die Nicht-Botter. Erstmal war ich dann noch so ein bisschen noch nicht sicher. Quasi Beziehungsstatus nicht sicher, habe ich angegeben, aber tatsächlich war es so. Und Geschlecht auch nicht. Wenn wir schon beim Thema Diversität sind. Ne, aber das hat mich gerade rausgebracht. Danke. Ne, ich war mir halt einfach nicht sicher, wie ich das finden soll, weil wir waren ja auch in Gilden damals und so weiter und dann gefühlt hat keiner gebottet. Das war so, ich hatte das Gefühl, okay, man ist so auf der Seite der Non-Botter. Aber dann gab es Leute, die ich mochte, die angefangen haben zu botten. Sagen wir mal Eric zum Beispiel. Wir hatten damals so einen Kollegen, der hat dann angefangen zu botten. Aber ich habe mir noch gedacht damals so, okay gut, der hat sich halt dafür entschieden zu botten, aber das ist jetzt nichts so Schlimmes und ich wollte es gerne auch ausprobieren. Ich wollte es auch gerne mal versuchen, wie das ist. Aber ich war dafür zu dumm. Ich weiß noch, wir haben damals dann was geschickt bekommen und so weiter. Und ich habe es versucht und ich war einfach blöd dafür. Es hat einmal nicht geklappt. Ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich irgendeinen Virus oder so einen Schaden auf meinen PC kriege. Das war ein großer Aspekt sogar auch bei mir, dass ich immer dachte so, okay, ist das was Illegales? Und man hört, viele Leute werden gehackt und so weiter und so fort. Oder man muss irgendwie eine Rechnung von irgendeinem Anwalt, weil man sich was illegal runtergeladen hat. Also ich bin ja generell eh was davon voller Schiss. Aber ich glaube, das ist auch viel so ein soziales Ding. Ich glaube sogar, nehmen wir an, du wärst jetzt zum Beispiel in einer Gilde gewesen, wo gebottet wird und alle botten. Ne? Du hättest das Spiel gespielt mit Bot. Und ich hätte das Spiel kennengelernt, durch dich jetzt zum Beispiel, und du hättest das Bot-Programm gehabt. Oder hier gibt es ein Programm, so und so.
ich weiß nicht, ob ich dann gesagt hätte, nee, finde ich nicht cool. Ich würde es wahrscheinlich dann auch machen, weil ich mir denke, ja gut, das gehört dann quasi dazu. Ja. Ne, und ich glaube, das ist so dieser Punkt einfach. Ich glaube, dieses Sozialverhalten von den Mitspielern beeinflusst halt einen dann in der Hinsicht auch mit. Zumindest lange, lange Zeit zu Beginn. Also, weil, also ich glaube tatsächlich genauso. Ich glaube, das ist genauso das Ding. Wir hatten zufälligerweise einfach mit größtenteils Non-Botter zu tun. Wir haben dann mal da Botter kennengelernt, haben vielleicht, also ich weiß noch, ich habe es versucht sogar mal auszuprobieren, es hat aber nicht geklappt, weil ich zu blöd dafür war. Aber man muss dazu sagen, das war wirklich so der allererste Bot, der überhaupt jemals entstanden ist, so, ne, den es dann gab. Und dann war das so, dass ich, das war einfach noch voll kompliziert, man musste voll die Sachen machen, weiß nicht mehr. War auf jeden Fall voll kompliziert. Ich denke, AG-Bot oder so hieß das sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Ende der Geschichte. Und dann war ich Non-Bot. Und dann war das halt auch so, dass ich wirklich für mich gesagt habe, okay, jetzt bin ich halt Non-Botter. Und dann, wie du meintest, so alle um mich herum waren dann Non-Botter und dann hatte ich mit den Botten auch so nichts zu tun. Ich glaube, der Moment aber, wo ich wirklich für mich ganz klar war mit den Non-Botten und so weiter, war, als ich angefangen habe, so mehr drüber nachzudenken, weil und da bestimmt gehe ich gerade kritisch da jetzt gerade an die ganze Sache und ich möchte niemanden fronten und ich will gerne in einem Podcast auch mal einen Botter dabei haben, mit dem mal quatschen. Kannst du einen Botter einladen? Ja, zum Beispiel. Und ihr dürft mir das gerne, in die Kommentare schreiben, tatsächlich, wie ihr das fühlt mit Botten und nicht Botten. Aber ich habe irgendwann für mich den Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, dass oft, nicht immer, aber oft Botter auch eine ganz andere Denkensweise haben als ich in grundlegenden Dingen. Also oft war das so, dass Botter ziemlich oft all in gegangen sind. Die mussten dieses Gefühl haben von, ich muss so schnell wie möglich, so weit wie möglich kommen. Mhm. Und ich muss mithalten und so. Und für mich war es immer so, ist ja nur ein Game. Irgendwie für mich war das immer so, ja, ich habe Geld rein investiert, ich habe mega viel Zeit investiert, wenn ich überlege, wie viele unendliche Stunden ich reingesteckt habe. Aber es war immer ein Game für mich. Und deswegen, da muss ich sagen, halt, da habe ich halt schon immer so einen Unterschied gemerkt, weshalb ich mich glaube, ja, zu Beginn war das so mein soziales Umfeld quasi, aber irgendwann habe ich für mich auch gemerkt, dass halt Botten oft verknüpft ist mit einer Art und Weise, ein Game zu führen, wie ich es halt gar nicht mache. Und deswegen wäre ich, denke ich, am Ende des Tages irgendwann Non-Bot gewesen, trotzdem. Ja. Vielleicht nicht so ganz radikal im Sinne von, ich mache meine eigenen Non-Botter-Gilden auf und es dürfen keine Botter zu mir. Das habe ich damals auch so ganz knallhart durchgezogen. Oder du kaufst nichts von Bottern, weil die ja, kann ich auch. Also man irgendwann bin ich so weit gegangen, vor allem weil ich doch relativ große Community quasi aufgebaut habe, dass man sich wirklich viel mehr untereinander verkauft hat und so. Und auch, ich habe die Regel irgendwann reingeballert, kein Gold kaufen. Ja, also weil das war etwas, das war so lustig, dass der Gedanke, der irgendwann erst kam, war, ich botte zwar nicht, aber ich kaufe mir Gold. Eigentlich ich kaufe ja Items von Bottern, die sich gerade erbottet haben. Ja, genau, aber so ganz so, jetzt, ich meine jetzt nicht jemanden, der so der mal bottet oder so, sondern wirklich, man sieht so, das sind Leute, die verkaufen so voll die Sets und so, weil sie voll am Hochbotten sind und so. Und da kam für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, ich supporte die Botter ja auch, wenn ich jetzt Gold bei denen kaufe. Weil nur so supportet man die ganzen Gold-Selling-Kram, was ja das echte Problem eigentlich ist. Deswegen für mich ist das tatsächlich auch so, Botten war für mich immer, irgendwann würde nicht in Frage kommen. Aber, und jetzt kommen wir mal zu der Sache, die jetzt dazugekommen ist, weshalb ich angefangen habe, ein bisschen anders zu denken. Und zwar, dieser Makro-Bot, dieser In-Game-Bot. Ist jetzt so krass, ich habe damals bei mir alles ausgeschlossen. Alle Leute, die bei mir gezockt haben, durften nicht botten, die durften keinen Keypresser benutzen, die durften ganz viele Sachen nicht. Klingt voll radikal, aber man musste einfach, ich wollte jedem die Plattform geben, bei mir zocken zu können. Und das ging nur, wenn ich da so quasi so radikal rangehe. Also radikal ist ein bisschen so krass, als wäre ich voll der Hitler gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Bist du weggezogen, deswegen. Aber halt für mich war es einfach so, ich weiß, es gibt Leute, die dieses Game wirklich ganz casual zocken. Wirklich nur so ein paar Stunden am Tag. Und die konnten im normalen Geld nie mithalten oder beziehungsweise haben nie einen Platz gefunden, weil die weggekickt wurden. Weil die zu inaktiv waren. Und meine Philosophie war, jeder, der egal, auch nur eine Stunde in der Woche zocken kann, soll sich bei mir wohlfühlen und soll bei mir zocken können. Und deswegen war mir wichtig, wirklich nur die Leute da zu haben, die dieses Feeling haben. Die Cigarette wirklich zocken, weil es denen Spaß macht. Und da habe ich halt wirklich für mich gemerkt, so, da muss ich halt dann irgendwie auch aussortieren und sagen, okay, die Leute, die hart mit
die Pressern so reingehen, auch die leider raus, weil die können auch in anderen Gilden gut mithalten oder mit Teil sein. Deswegen habe ich da auch einfach rausgekickt quasi. Wobei ich glaube, solche Leute würden ja von irgendwann so oder so von selber aus gut weggehen. Nee. Wenn man zu inaktiv ist, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also dafür waren wir zu aktiv. Also dafür waren wir zu gut. Es war so oft, so, das war nicht so random. Wir waren eine offiziell bekannte Non-Botter-Gilde. Also alle, die damals gezockt haben, irgendwie auf Silkwood oder so und zumindest auf unserem Server waren, wussten meine oder unsere Gilde Union alles Non-Botter. Wollten immer Botter da rein und heimlich botten. Einfach weil die fanden, dass es halt eine geilere Community war, eine geilere Dynamik. Und dann haben die heimlich gebottet und das war dann immer dasselbe. Immer wenn ich herausgefunden habe, dass jemand gebottet hat, war es immer so, dann wurden Beleidigungen geschmissen. Es war wirklich so, bis zum Zeitpunkt, wo die quasi heimlich botten konnten, waren wir die coolsten und es ist so witzig und alles macht Spaß. Bis zum Moment, wo man herausgefunden hat, dass die botten, dann waren die alle kacke und so weiter. Mhm. Und bei einem war das sogar noch verrückter, da war das andersrum. Der hat bei uns gezockt als Non-Bot. Der war aber mega anstrengend. Der war mega anstrengend und hat immer rumgeflammt, wir machen zu wenig Aktivitäten, wir machen zu wenig dies, wir machen zu wenig das. Und dann war das so, dass er irgendwann von sich aus der Gilde rausgegangen ist. Und als er rausgegangen ist, instant hat er angefangen zu botten. Wo ich mir auch damals gedacht habe, ja Digga, da haben wir das echte Problem. Also für den war es einfach, er hat immer was zu nörgeln gefunden. Er musste sich einfach irgendwann diesen Bot holen, damit er das wieder fühlt. Und dann hat er sein Bot rausgepackt, hat angefangen zu botten und denkt einen Monat später darauf gehört. Also da war einfach eh schon Hopfen und Malz verloren, ne? Ja. Also ich glaube, das ist ja generell so ein Ding einfach. Ich glaube, wenn man das irgendwie fühlt und Bock hat und dieses Ding haben will, von dem ich muss schnell hochkommen, muss schnell bei diesen krassen Leuten mit irgendwie mitspielen, dann führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, früher oder später, auf die Schnelle da quasi, um schnell hochzukommen, quasi zu botten, ja, okay. Weiß ich nicht. Ich muss eigentlich sagen, ich habe das nie so gefühlt irgendwie, weil für mich war das halt immer so dieses halt, ja, wenn ich Bock habe, spiele ich, wenn ich keinen Bock habe, dann spiele ich halt nicht so. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Ja. Ja, aber da kommt jetzt das Krasse, dann kam der Makrobot. Ja. Und da muss ich sagen, das hat für mich jetzt so, heutzutage, wenn ich jetzt eine Gilde machen würde, die ich wirklich groß aufbauen wollen würde, könnte ich nicht mehr so radikal vorgehen. Mhm. Ich glaube, es wäre mir fast egal, wer bottet und wer nicht bottet. Ich würde halt nur wollen. So wünschenswert. Ich würde mir wünschen, dass die erstens nicht botten und ich würde vielmehr einfach auf die Art und Weise des Umgangs achten, weißt du? Mhm. Wenn da jemand ist, der so gefühlt nie anwesend ist, quasi durchgehend nur AFK botten und so, oder vielleicht sogar ein bisschen scheiße ist, ich glaube, auf den würde ich verzichten. Beziehungsweise dann halt je nachdem sogar kicken. Mhm. Aber Leute, die dann halt Smart-Robot benutzen zum Beispiel, ja, das Ding ist halt, woher will man dann wissen, wer halt Smart-Robot benutzt und wer echten Bot benutzt, ne? Letztendlich würde ich jeden zocken lassen, wie er möchte. Ja, schwierig. Ich glaube, ich würde heutzutage einfach nicht mehr was Lust drauf bauen. Ich glaube, ich würde halt heutzutage echt einfach eine Gilde aufmachen. Jeder, der rein möchte, kann reinkommen. So wie jetzt quasi, wie wir jetzt gerade haben. Ja, quasi, ja. Wir haben ja gerade eine Gilde quasi. Wir sind ja selber nicht die Aktivsten. Wir haben immer so phasenweise, wo wir halt das Spiel spielen. Ja. Wer halt dann noch da ist, nach gewisser Zeit, okay, cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Und so. Ja, was für mich jetzt gut ist, ist halt, dadurch, dass ich jetzt halt streame oder eine Community habe, sag ich mal, jeder, der durch meine Videos dazukommt, ist immer für mich persönlich immer herzlich willkommen. Mhm. Da habe ich vielleicht mein Ausschlusskriterium. Also es werden Leute ausgeschlossen, die nicht Teil der Community sind, so quasi. Was ich ja gar nicht böse meine, sondern ich will einfach den Leuten, halt euch immer so die Möglichkeit geben, Teil von meiner Gilde zu sein. Und dafür sortiere ich andere Leute aus, die halt nicht dazugehören, so gefühlt. Aber es kommen ja eh nur Leute auf uns zu oder auf mich zu, die hier zuschauen. Also ich schreibe ja keine Globals, dass ich Leute suche. Das ihr da draußen, ihr könnt dabei sein. Schreibt mir und überweist mir Geld. Nicht, so. Aber nicht viel. Nur ein bisschen. Nee, aber tatsächlich einfach dadurch, dass ich jetzt streame und Videos mache und so, reicht mir das vollkommen. Ich würde, im Teufel würde ich anfangen Globals zu schreiben für Suche Member. Also
jetzt, außer auf dem russischen Server würde ich es machen, weil ich halt für den russischen Server gar nicht Werbung mache. Also immer wenn ich streame oder so, sage ich meistens, sucht euch einen anderen Server. Weil der russische Server einfach nur, dass ihr es wisst. Man ist halt auf Russisch, man kann es auch viele stellen, dass das alles cool ist, geht klar, aber was mir hat die Erfahrung gezeigt, dass ihr da draußen meistens doch lieber P-Server bevorzugt, was dann auch okay ist. Ne? Wobei ich halt P-Server irgendwie gar nicht spiele. Also ich meine, so, sorry, alle, die irgendwie P-Server-Gründer werden wollen, wie jetzt der letzte Podcast hat es, oder generell auch P-Server spielen, habe ich gemacht, ja, fühle ich aber irgendwie nicht. Einfach vielleicht, weil ich auch, ne, wie ihr schon letztes Mal darüber geredet habt, eine gewisse Kurzlebigkeit einfach hat. Ja. Ich glaube, da ich ja ohnehin nicht so aktiv spiele, ist mir das irgendwie dann so doof. Du hast ja mal versucht. Genau. Ne? Sowohl als auf Merv, als auch auf Elefor, als auch. Wenn man das bei Elefor. Ja, ich war auch mal auf Elefor. Ja, aber da kam so ein Schmunzeln raus. Das war eine kurze Phase, wobei ich auch da gefilmt habe tatsächlich. Ja. Der Element an sich war jeden Fall ja nicht schlecht. Auch mit diesen Drops und was alles, mit den R2L-Drops und was. Richtig cool, das hat mir richtig gut gefallen. War halt nur zu wenig Leute. Aber Elefor, ich sag mal so, es werden noch Podcasts folgen, da werden wir auch über Elefor reden. Vielleicht wird auch jemand von Elefor mal dabei sein. Ich wollte sagen, kannst du ja auch dann dazu holen. Schon alles geplant tatsächlich. Deswegen bleib dran, jetzt kommen noch andere Podcasts. Ja. Ja. Nee, aber genau, deswegen würde ich mich generell ein offizieller Server eigentlich immer, würde ich immer bevorzugen oder eine Frage für mich kommen, anstatt einen P-Server. Sei es wegen der Kurzlebigkeit und auch warum ich damals, also ich habe auch damals eine gewisse Zeit lang nicht gespielt, dann habe ich wieder angefangen zu, also weil ich habe damals nicht gespielt, auf dem normalen Silkroad, also nicht mehr, nicht wegen den Bottern unbedingt, sondern, vielleicht fühlt ihr das oder auch nicht, es gab irgendwann keine Jobs mehr. Also nur bis Level 40. Du musst eine coole 42er Waffe haben. Es gibt einfach nichts, außer dass du im Shop quasi das holst. Und dann hat mir irgendwann erzählt, es gibt Silk Road Air. Man kann durch dein Token-System jede Rüstungsteil für jedes Degree quasi dadurch bekommen, auch Waffen und sowas. Und das ist für mich wieder ein Anreiz, mit dem Spiel wieder anzufangen. Wenn es das nicht geben würde, hätte ich, glaube ich, nie wieder Silk Road mehr gespielt nach dem normalen Silk Road. Ja, ja. Auch noch 10 Server. Vom Reinkommen in den Server, davon fangen wir gar nicht jetzt an. Also, das war generell das war geil, übelst der Scheiß. Nein, das war nicht geil. Ja, also, keine Ahnung. Deswegen. Witz, dass du es nämlich gerade sagst, aber also, das will ich jetzt nicht, dass du das nennst, weil das ist tatsächlich Fakt, ist das immer noch das Problem. Also, du kommst auf dem offiziellen Server immer noch nicht drauf. Also, die haben dieses Einlog-Ding immer noch nicht behoben. Also, das ist das Ding. Das und es gab damals Leute, die haben einen Einlog-Trick bei eBay verkauft. Ja, ja, stimmt. Haben wir mal gesehen, dass da Leute. Das sind schon heute Millionäre geworden. Wahrscheinlich. Ja. nee, aber witzig, dass du da gerade sagst, was richtig kacke gewesen ist. Weil, wenn es eine Sache gäbe, wo du jetzt sagen würdest, okay, das könntest du ändern. Was wäre das? Also wenn du, weißt du gut, natürlich nicht im Leben, im Weltfrieden, globale Wärmung, Gendern. Wieder mal nicht dein Geschlecht auf Druck. Nee, aber was wäre in Safe, wenn du was ändern könntest? Was wäre das? Boah, ich glaube tatsächlich... Eine Sache, also wirklich, ja. Das kann so krass sein, wie du möchtest. Also die Benutzerfreundlichkeit irgendwo. Das meine ich jetzt, das ist ja breit gefächert, Benutzerfreundlichkeit. Ich würde es einfach quasi so machen. Silk Road Air hat schon vieles richtig gemacht. Ne? Also wenn man jetzt vergleicht zum ursprünglichen Silk Road, ne? Sei es vom Quest-System, sei es von der Drop-Rate, wobei die ja an sich ja nur daran gekoppelt ist, wie viele Leute auf deinem Level gerade sind. Da ja alle Bot und Maxi sind. Wenn du gerade neu anfängst, hast du die abpasst. Ne? Ja, so ehrlich gesagt. Ne, da also Silk Road Air hat schon vieles richtig gemacht, vieles gut gemacht, aber einfach irgendwo so diese Benutzerfreundlichkeit in der Hinsicht, keine Ahnung, wo gibt es den besten, wenn du eine Quest XY hast, wo ist der beste Spawn dafür? Mhm. Ne? Wo gibt es die Tipps und Tricks, wo du das und das machen kannst? Ne? Mhm. Einfach solche Kleinigkeiten halt einfach. Oder zum Beispiel, da du kannst auch alles lesen.
diese blaue Berserker-Quest. Ja. Mach die mal, wenn du das jetzt nicht irgendwie Bock hast, da zu lesen. Ja, ja. Vor allem, wenn man so überlegt, wenn man es nicht wüsste, durch Leute und so weiter, dann würdest du ja denken, mit dieser Falle, diesen Geist zu fangen zum Beispiel, ja, was ja ultra lange dauern kann. Ja. Du glaubst ja irgendwann, dass es der Bug ist, wenn du nicht wüsstest, dass es so lange dauert. Also, richtig. Für uns ist es ja klar, es kann lange dauern. Aber wenn du das nicht weißt, Digga, dann ist es vorbei. Ja. Also, das würde ich halt irgendwo mir wünschen, dass es halt irgendwie auch so für Einsteiger freundlicher halt wäre, ne? Ja. Ja. Sowas halt. Oder auch mit diesem, zum Beispiel, es gibt ja, glaube ich, kein offiziell irgendwie so ein Guide, wo man sagt, jo, gilt das und das und dann, keine Ahnung, zum Beispiel Force Nuker. Ja, ja, es gibt ja keinen offiziellen Guide, der sagt, so mach mal einen Force Nuker. Ja. Oder so spielt man einen Warlock. Ja. Ja, das ist ja das, wo ich sage, das ist ja das muss man sich jetzt selber irgendwie erarbeiten oder erlernen. Auf jeden Fall, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt auch die Videos gucken und so, die mich auch immer so Sachen fragen und so, wo ich echt sagen muss, das wäre das, wo ich selber so Bock drauf hätte, genau sowas zu machen. Aber da fehlt mir halt die Zeit, ne? Aber sonst finde ich sowas halt voll geil, weil ich glaube schon, dass man mittlerweile so viel Erfahrung gesammelt hat in so vielen Bereichen, was das betrifft, dass man sagen kann, ich wüsste schon, wo wahrscheinlich der beste Spawn für die ist, der beste Spawn für die. Noch nicht bei allen, das will ich so nicht sagen, aber schon zu einem großen Teil, wo ich weiß, das hilft bestimmt vielen Anfängern so, ne? Mhm. Ja, aber das ist halt schwer, ne? Weil man will es ja dann auch gut machen, man will es ja nicht einfach nur reinrotzen und irgendwie da hinschreiben oder so, sondern man will am liebsten mit Bildern, man möchte das irgendwie schön darstellen und so, oder Videos oder was auch immer. Ja. Aber das ist halt viel Arbeit. Und das, ja. Und das ist halt quasi für ein Game, was ja so 80% von Leuten gespielt wird, die ja nicht vor dem PC sitzen und die Quest machen. Ja, ja. Wenn man mal ehrlich, wer hat die Younger Tom Quest, diese Tom Test oder sowas heißt die, ne? Die Viecher, die sich unsichtbar machen. Ja, genau. Wer hat diese Quest dreimal gemacht? Ja, gut, ich aber. Du bist ja kein Maßstab. Richtig. Ich weiß aber jetzt, wo ist der beste Spawn für die Scheiße, ne? Schön für dich. Ja, aber ich wünschte, ich hätte mir einer gesagt, oder ich würde es irgendwo nachlesen können. Ja. Das musste ich halt durch mühsige Kleinarbeit selber in Erfahrung bringen. Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Belohnend, weil ich dann irgendwann diese Scheiße-Quest nicht mal fertig hatte. Ja, und dafür kriegst du so ein Gefühl. Ja, du kriegst die Quest-Belohnung einfach nichts. Ja, ja. Du wirst also belohnt mit Erfahrung. Genau. Aber keine Ingame-Erfahrung. Nee, mit deinem Mindset-Erfahrung. Okay, krass. Für mich wäre tatsächlich, und das muss ich einfach sagen, weil ich glaube, dass das alles ändern würde, tatsächlich, auch wenn ich gerade ein bisschen was pro dafür gesprochen habe, ich würde trotzdem es so unnormal krass feiern, wenn es einfach keine Bots gäbe. Einfach, es gibt keine Bots. Von mir aus der Makrobot, ja, das ist das integrierte Ding, okay, ja, von mir aus, ja. Aber stell dir mal vor, was würde mit Silver passieren, wenn es das nicht geben würde? Ja, natürlich, das bedeutet auch, dass natürlich der größte Teil der Community sterben würde und so weiter, aber es gibt viele Leute, die nicht botten, die würden natürlich das richtig feiern, die wären richtig drin. Plus alle Leute, die botten, aber das Gefühl haben, okay, ich botte nur, weil alle botten. Also auch nochmal ein paar. Das heißt, es werden mehr Non-Botter jetzt dann da, als jetzt da sind, weil viele Non-Botter haben gar keinen Bock auf das Game, weil alle botten. Ja. Also das bedeutet, es wären vielleicht, wenn wir sagen, einfach mal rein theoretisch gesehen, von 100 Leuten, 10 Leute botten nicht. So, das bedeutet, wenn jetzt aber keiner botten würde, würden nicht nur 10 nicht botten, sondern es wären vielleicht 20 da. Weil vielleicht 10 hätten generell Bock zu bocken, wenn keine Botter da wären. Plus von den Bottern nochmal ungefähr, nochmal 10, die auch sagen, okay, ich botte nicht, wenn alle nicht botten können. Ja. Das heißt, du hast dann nicht 10 Leute Non-Botter, sondern 30 Non-Botter. So rein theoretisch gesehen. So, und wenn man jetzt die ganzen P-Server-Scheiß wegschmeißen würde, ist, ne, sag ich mal, alle zusammenfasst, alles Illegale in Silk Road weg. Das bedeutet keine P-Server mehr, keine Bots mehr, nichts mehr. Ey, Digga, wie geil wäre das? Jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, aktuell in Silk Road, das ist auch mühselig für uns. So, ne? Du bist im 100-Plus-Bereich, ja. Du merkst, es ist langweilig, es ist immer dasselbe. Ja. Aber es ist nur langweilig, weil um dich herum nichts ist. Richtig. Stell dir jetzt mal vor, es wären alles Non-Botter. Du würdest zu den höchsten Non-Botter gehören, weil kaum einer es durchzieht so lange. Mhm. Das bedeutet,
Du wärst in deinem höchsten Bereich mit vielen wenigen, also mit vielen wenigen quasi, die genauso hardcore drin sind wie du. Und stell dir jetzt mal das Jobding vor. Jetzt im Jobmodus. Ja, ja, Digga, du würdest Silkworld komplett auf den Kopf stellen. Es wäre ein ganz anderes Game. In jedem Levelbereich. Jedes Levelbereich wäre viel intensiver, weil jetzt, wenn du jetzt anfängst mit Silkworld, du hast niemanden im Low-Level-Bereich. Ja. Warum auch? Die Leute botten sich hoch mit ihren hohen Char-Leveln, die dann ihre Lows durch das Botten. Also durch ihre Bots machen die Taxis, durch die Bots ist das Honor-System kaputt, also mit den Akademie-Scheiß und so. Durch die Bots sind alle Coin-Farming, Alchemie-Farming, Rüstung-Farm. Du hast einen Anspruch, eine Rüstung zu haben, die mega krass ist, weil einfach der Markt für die Botter überflutet ist. Also die Botter selber, die haben das. Warum ist das jetzt mal irgendwie in Relation? Also jetzt mal ehrlich, ich habe noch nie for real eine plus 15. Ja. Waffe gesehen. Ja, genau. Ja, das hast du ja auch noch. Dazu. Die ganzen Botter haben die Möglichkeit, so viel Gold und damit auch echtes Geld zu farmen, was die in das Game reinstecken, um sich dann plus 15 Waffen zu kaufen. Ich sag's dir, auf einem Server nur mit wirklich Non-Botter wirst du keine plus 15er Waffe haben. Oder vielleicht, du hast vielleicht ein, zwei Ausreißer, die so richtig hardcore reingehen, ja, so wirklich reincashen und so. Aber das muss ich sagen, gönne ich dann auch ganz anders, weil dann sind die halt die Stärksten auf dem Server. Die haben halt richtig rein investiert. Aber jetzt ist man auf dem Server mit 20 oder 30 Leuten, die eine komplette Endlevel Full plus 15er Rüstung haben oder so. Weißt du, wo man sich denkt, so, wie kann das sein? Aber das liegt halt daran, weil das Game ein Bot verseucht ist und die ganzen Botter natürlich die krassesten Vorteile haben. Ja. Und das, wenn ich mir das nur vorstelle, was wäre das für ein geiles Game, Digga? Heutzutage Silk Road komplett ohne Bots. Ich denke, das wäre so ein Game, ey, ich würde so fühlen. Also hätte quasi das Potenzial gehabt, damals, wenn er dann jetzt richtig angegangen wäre, wie WoW zu werden. Ja, also wenn ich überlege, wie viele Leute tatsächlich eigentlich Silk Road kennen, bis heute noch, es kennen so viele Leute Silk Road, die einfach irgendwann keinen Bock drauf hatten. Aber wenn die mit dem COR-System schon früher reingegangen werden, da hast du Level-Support, du hast Equipment-Support, du hast Forgotten World, Skill-Punkt-Support und so. Ja. All diese ganzen Support-Sachen, die damals gefehlt haben, wo dann die Leute gesagt haben, habe ich keinen Bock drauf. All die Sachen heutzutage, bloß alles nur Non-Botter. Digga, voll geil. Vor allem, was ich mir auch mal gedacht habe, ist dieses ganze krankhafte Leveln im Level 120er Bereich und so, wo du ja unendlich viel farmen musst, um ein Level zu kriegen. Ja. Ist ja so, wie es ist, nur wegen den Bots. Die Leute, also ist mir mal so in den Kopf gekommen, Joymax und so weiter, die machen ja das Game angepasst an die Leute, die das zocken. Das heißt, wenn Leute das Spiel zocken, die tausende von Euro in das Spiel reinstecken, zig Bots am Laufen haben und so weiter und sich damit immer noch hochkriegen, warum sollten die das Game denn anders laufen lassen? Die denken ja nicht drüber nach, so, ja okay, es klappt so, aber wir machen es doch so für die Leute, die halt es falsch zocken, also ohne Bot. Warum sollen die das machen? Die machen das ja so, wie die Mehrheit es zockt. Also, reincashen, um Rüstung zu kriegen, weil, wird ja gemacht, die Leute bezahlen Geld, um sich geile Rüstung zu pimpen, von daher machen die das auch. Plus, die EXP, die wir brauchen, ist für Non-Botter unrealistisch. Die Botter kriegen das irgendwie hin, durch Achterparty durchgehen und so. Von daher gucken, die orientieren sich daran. Es ist möglich für Botter. Also warum sollen die es ändern? Aber wenn Non-Botter seit Level 110, sage ich mal, einfach nicht mehr vorankommen würden, würden die kein 130, 140, 145 rausbringen. Nein. Geht ja gar nicht, kriegt ja keiner hin. Kein Mensch kriegt das hin. Ja. Von daher ist es in meinen Augen die Community, jetzt mal ganz krass in der Community schuld, aber gleichzeitig auch Joymax, also die sind ja nie dagegen vorgegangen. Aber deswegen, wenn ich eine Sache ändern könnte, for reals wären die ganzen illegalen Sachen, aber im Expliziten eigentlich die Botter. Weil wenn man auch bedenkt, was Joymax ursprünglich eigentlich vorhatte, ne? Also es gab ja mal, Arabia, mal irgend so ein Bild auf der offiziellen Seite von Joymax, wo man auch irgendwie diese Map gesehen hat, wo die da verschiedene Gebiete dann noch so machen wollten und sowas. Ja. Alles, ne? Und das ist ja alles nie so gekommen. Ja, also sogar diese dritte Rasse und so. Ja. Also da gab es schon viele, viele Pläne, die hatten, was ja, geil. Bunderwald und sowas alles. Aber das Ding ist, das ist ja alles Geld, was die reinstecken würden in etwas, wo die sich denken, läuft doch auch so. Richtig. Warum soll man es ändern? Das ist ja in der Gesellschaft generell so. Wenn etwas läuft, warum ändern? Ja, und das ist halt schade, weil
letzten Endes es durch das Botten einfach passiert ist. Und es wäre so geil gewesen, wenn die Leute nicht gebottet hätten. Ja. Die hätten sogar, für mich persönlich, sogar die Silk-Preise höher machen können. Ja, da macht die Silk-Preise höher und dann ist es auch gut. Weißt du, dann zahle ich halt einmal, keine Ahnung, anstatt für, ich weiß nicht, was ein Premium kostet, anstatt 20 Euro, 30 Euro oder so. Juckt mich nicht. Ich hole es mir eh nur einmal im Monat, wenn ich weiß, dass ich kaufen kann, so, weißt du? Ja, genau. So, und ansonsten ist das Game for free. Und wenn man nicht so viel Botte um sich rum hat, hat man auch nicht diesen Anspruch, ich muss jetzt schnell noch weiter hochkommen und so, weil alle um dich herum langsam sind. Ja, ja. Naja. Ja, aber ich habe auch damals mal, habe ich mal kurz bei Marco mal reingeschaut in den Stream, ja, wo der diesen Privatserver gespielt hat, wo es nur um Level 50 ging. Ja, ja, ja. Und wie das halt damals aussah, ne, das hat mich irgendwie voll daran zurückerinnert, ne? Ja, ja. Wo durch die Stadt gelaufen ist, da hat man diese goldene Schriftrolle bei den Köpfen dann geguckt von den NPCs, ja, ja, weil es dazu gab ja keine, wenn auch hart und so bei dieses Quest noch. Ja, 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 ja. Habe ich daran erinnert und es ging ja damals echt viel langsamer voran, ne? Du hast viel mehr XP gebraucht, gefühlt, oder die Monster haben viel weniger gegeben, kann auch sein. Zum Beispiel ins Level 50 zu kommen. Ja, ja. Ne? Das ist eine Sache. Aber auch, also auch abgesehen von den Quests, die sich ja auch verändert haben, hast du ja auch tatsächlich Moving Speed einfach hat dir gefehlt. Du konntest dich nicht hin teleportieren, also du konntest nicht dahin, wo du hin wolltest, einfach hin teleportieren, so Last Recall Point oder sowas. Und du musstest laufen und du hattest kein Moving Speed einfach. Ja, das hat heute gespielt, das ja, genau. 20% genau. Wenn, überleg mal, das Level 10er Pferd war für dich schnell. Mhm. Wenn du wusstest, du kannst mit einem Pferd dann, ich weiß noch damals, so eine Quest, da musst du zu der Ferry laufen. Dann Yangang zur Ferry und dann wieder zurück. Das war ein Pain, dass ich mich sogar töten lassen, um wieder zur Stadt zurückzukommen, damit man schneller da ist. Ja. Weil, und das war auch noch so, die haben gemacht, dass du keine Return Scroll benutzen kannst. So, das bedeutet, du musstest entweder den Weg zurücklaufen oder halt sterben. Dann habe ich mich töten lassen, damit ich schneller bin. Weil das Level 10er Pferd war todeslangsam, aber es war viel schneller als der 20% Moving Speed, was du ja da hast. Ne? Aber es war auch cool, weil da hat sich dann auch wirklich auch gelohnt. Ich war voll ja. Wer kauft jetzt heute Tage irgendwelche Pferde bei Silk Road? Ja. Ich meine, das Level 60er Pferd. Ja, das ist halt schade, ne? Dass das ganz verloren gegangen ist. Eigentlich so ein Gedanke ist schon geil. Dieser Ursprungsgedanke. Ja. Ich finde, der Server ist schon geil gemacht. Mhm. Ne? Der Server ist schon cool gemacht. Aber es würde mich trotzdem zu sehr frustrieren. Irgendwie. Ja, ja. Irgendwie schon, obwohl ich weiß, alle um mich herum müssen gerade diesen langsamen. Ich glaube, weil wir einfach noch von damals bis heute noch spielen und wir einfach nicht denken und denken, Digga, ich mache seit 15 Jahren gefühlt nichts anderes. So, keine Bock mehr. Ja. Ich nutze jede Möglichkeit, um irgendwie, dass mir das Spiel einfacher machen kann, wie solche Sachen wie. Ja. Keine Ahnung, diese Standard-Return-Scrolls oder durch irgendwie hin und her teleportieren, ja, dann nehme ich das in Kauf. Ich glaube, was ich bräuchte, um auf so einem Server dann trotzdem Spaß zu haben, ist eine tatsächlich Community. Community, auf jeden Fall, das ist richtig wichtig. Und ich brauche nicht mehr, ich bräuchte jetzt nicht so den krassen Moving Speed, also wenn alle so langsam sind, sind ja alle so langsam. Aber was ich zum Beispiel, warum ich zum Beispiel dieses ganze neue mag, ist, ich mag Forgotten World. Ich finde es einfach ein cooler Dungeon so. Mhm. Ich mag, dass man dadurch Faded Beats kriegt. Ich mag die Yangan Cave. Ich mag die Yangan Cave Unix und so. Ich glaube, ich bräuchte in so einem Cap 50 Server, ja, wo alle langsam sind, alle gleich scheiße, bräuchte ich trotzdem die Sachen, die mir Spaß machen, weil ich weiß einfach, es würde mich langweilen. Es würde mich langweilen zu wissen, weil das hast du da ja, hast du die blaue Quest mit 1000 Monster töten. Und alle sind langsam, alle sind pain schwach. Das bedeutet, ich müsste. Du hast auch keine Zeit oder sowas, ne? Nee, also ja, du droppst halt ja, alle Jahre mal was. Ja, ja, genau. Das heißt, du bist sogar schwach und so. Es müsste für mich von meinem Gefühl her ein angepasstes Forgotten World dafür geben, zum Beispiel. Mhm. Als Abwechslung, als Dungeon, den ich machen kann. So ein Forgotten World, so wie Tokyo Village. Ruhig was kleiner, weil wie gesagt, es ist langsam. Und es muss natürlich für schlechte Rüstung ausgelegt sein. Oder halt, dass du es in der Gruppe machst. Aber da muss es aber auch extremmäßig trotzdem angepasst sein. Also, weil Forgotten World mit so einer schlechten Rüstung ist kaum nicht möglich. Also wir sind ja SS gewöhnt und sowas. Also, ja, genau. Also wir sind halt Sun-Waffe halt. Überleg mal, wie viel Damage du raushauen kannst mit einer Sun-Waffe. Das ist so normal für uns. Schäfer, du hast eine normale NPC-Waffe. Du wirst das Bossmonster nie töten können. Niemals. Ja.
Und deswegen, also ein angepasstes FGW, wo du halt solo schaffen könntest, oder wo es einfach trotzdem, sag ich mal, belohnenswert ist, wenn du es in der Gruppe machst. Weißt du, kann auch geil sein. Du musst es in einer Gruppe machen, weil sonst ist es vielleicht zu schwer. Aber es gibt halt wirklich gute Prozente. Sowas bräuchte ich. Dann fühle ich das. Dann kann ich sagen, so ein Server könnte geil sein. Aber wenn ich mir vorstelle, das geht nur bis 50, das heißt, du hast bis 50, was ist das? Das ist gerade bis zur Eisfläche so. Und du hast nicht. Ja, die Entenmonster sind halt Mojigis. Ja, so quasi, genau. Die Entenmonster sind Mojigis oder man sagt, man öffnet bis zur Eisfläche, also man öffnet bis Yetis quasi. Aber dein eigenes Level kann halt nicht höher gehen als 50, so. Sagen wir mal rein, die Budget. Hab ich ja gar nichts, was ich machen kann. Nicht. Ja. Und das, das fühle ich halt nicht. Das ist so das, wo ich sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, da, wenn man so ein geiles, das wäre geil, stell dir mal vor, so ein FGW nicht mit 35 bis 50, sondern so ein FGW ab Level 20 oder so. Also so ein geiles, so ein kleineres FGW, weißt du, mit, wenn man überlegt, dass es dann so, Tokyo Village ist ja so an Downline angepasst, so von allem, von dem Monster her, von der Optik. So ein Yangan-Bereich. Strong von dem Benefit. Ne? Genau, und dann hast du so als Dingens, als Bossmonster, irgendwie so ein Bandit oder so. Oder so ein Tiger Boy. Oder, Tiger. Das ist so falsch. Tiger Boy. Tiger Daddy. Und so quasi, das Schau mal reinläuft, dann läuft in so einem Kreis, ein Labyrinth mäßig so, ja. In der Mitte von dem Hauptkings. Tiger Boy. Oder so einen schwarzen Tiger. Ja, sowas. Sowas wäre cool. Oder Tiger Girl, aber halt nicht mit dem Tiger, sondern wirklich so Tiger Girl selber. So. Man kann das ja mit einer coolen Story sogar verpacken oder so. Natürlich, Digga. Wäre voll geil. Aber klar, das muss jemand so. Das ist jetzt nicht leicht gemacht. Sondern, wobei, ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich weiß nicht, ob es da draußen Leute gibt, die so technisch so gut sind so, aber an sich der Gedanke ist schon geil, glaube ich, dass wenn man sowas machen würde, kann es schon cool sein. Ja. Und ich fände cool, wenn so ein bisschen die Quests trotzdem angepasster sind. Weißt du, ich fühle das, dieses ganze Oldschool-Ding und so, aber ich fühle nicht 3x1000 Flowers töten, muss ich sagen. Also, ja, vielleicht 800 oder so. Ja, nee, aber wirklich unspaß. Die Zeit ist für mich vorbei. Ja, ja. Da, das will ich nicht mehr rein investieren. Da muss ich sagen, dreimal so viel Flowers töten, dass du am Ende insgesamt 1000 gekillt hast. Ja, so 300 Flowers töten oder so pro Quest. Alles cool. Aber 1000 Flowers dreimal, boah. Oder die Belohnung muss einfach viel geiler sein. Wobei, was ich ganz geil fand, das hat ein P-Server gehabt, wenn wir dort gespielt haben. Besser, wenn ich den Namen habe, ich komme ja drauf. Die hatten irgendwann so ein Achievement-System noch eingeführt. Ja, 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 ich weiß. Wo du dann noch so parallel zu deinen Quests noch so ein gewisses andere Monster killst und dein FP bekommst. Das ist auch gut, das war mehr. Mehr. Das war richtig geil. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Sowas bringt auf jeden Fall schon mal viel Motivation dazu. Ja, weil ich glaube, da macht entweder es gab kein FPW. Genau. Oder zwei parallel noch dazu, aber du hast auf jeden Fall noch SP noch irgendwie bekommen. Ja. Aber nicht mal wenig, also schon lohnenswert. Gut SP, ne? So. Ja. Und voll, du hast die parallel machen können. Genau. Das war halt richtig cool. Das hat vor allem das Non-Botten auch gefallen. Weil Botten bringt da nichts, wenn du die ganze Zeit nur bei denselben Monster bist. Ja, so war das so, du kombinierst das mit den Questen und zusätzlich, dass du halt quasi Monster für Monster weitergehst. So. War schon nice. Ja. War schon nice. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, warum wir auch so FGW auch so feiern und so alles auch mit diesen Faded Beats und sowas, erinnert mich mal daran an den Mind Silk Road, wie lange, also dann denke ich so, wie, was für einen hohen Stellenwert SP hatte. Heftig. Das war ja richtig krass. Wenn du, keine Ahnung, irgendwie, sagen wir mal, 10k SP hattest, dann warst du schon krass. Ja, ja, ne? Also das war schon also, richtig heftig. Und du das noch geschafft hast, ohne irgendwie bei den Onks. E-Level, ja, und du hast durch die Questen und durch normales Grinden irgendwie erreicht. Ja, wir hatten eine regelmäßig, das war richtig krass. Wir hatten regelmäßig Gap 9. Ich weiß noch, das war ja, echt so, immer mal wieder Gap 9 und mindestens Gap 5. Ja, ja, genau. So heftig, Digga. Deswegen haben wir auch noch dazu, kommt noch dazu noch mal so lange. Ja, ja, ja. Genau, und das ist durch Silcode R, du kriegst Rüstung, du kriegst eine Waffe und du kannst auch noch FP farmen bis zum geht nicht mehr durch Faded Beats. Also und du hast alle drei Elemente auf einmal. Richtig. Das heißt, du hast alle Buffs dazu. Mhm. Also schon krass. Also richtig geil. Deswegen, Zero R war damals ein richtiger Gamechanger. Ja. Ohne Scheiß. Ja, also Zero R hätte einfach von Anfang an Regel keine Bots. Ja.
Und zwar richtig ernst so. Dann wäre das Game geil geworden. Ja. Weil ich bin mir ganz sicher, dass mit diesen Gegebenheiten, die da waren, die Leute hätten motivieren können. Und von mir aus dann irgendwann sagen, so ab Level 80, wirklich, jetzt mal wird dieses Makrobot freigeschaltet. Ja. Vorher macht es keinen Sinn, braucht man einfach nicht. Aber ab 80 freischalten des Makrosystems. Ja. Digga, ich bin voll drin. Mhm. Also wirklich, dann, die hätten das Game so geil damit machen können. Und weil, wenn ich mir das vorstelle, wie wäre so ein Server nur mit Non-Botter, Digga? Ja. Naja, ja, Freunde, da sind wir sogar schon beim Ende angekommen. Also wir haben heute über alle möglichen Sachen gesprochen, aber wichtiges Thema Bots. Und deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr es fühlt und so weiter. An der Stelle jetzt auch nochmal gerne wirklich liken und das Video teilen. Und in die Kommentare auch reinschreiben, was ihr euch fürs nächste Mal vorstellen könnt, Themenvorschläge und halt gerne auch irgendwelche Aufgaben oder Challenges. Das, ich will einfach gucken, ob man sowas cool reinbringen kann. Und ja, schreibt auch gerne mal rein, ob ihr den guten Anfang beim nächsten Mal oder in den nächsten Podcasts mal wieder irgendwann dabei haben wollt. Danke, dass du dabei warst. Bitte, bitte. Ja, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Und deswegen macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.